Ich bin Felix Lohmann und seit ich denken kann, will ich Fußballprofi werden. Und das liegt vor allem auch an meinem Vater, der nämlich auch Profifußballer war. Und nach seiner Karriere sorgte er dafür, dass seine Söhne auch Fußballprofis werden. Und genauso ist es dann auch gekommen. Einmal Gabriel, der beim VfL Osnabrück als Innenverteidiger spielt. Und dann noch Noah, der im offensiven Mittelfeld bei Werder Bremen unterwegs ist. Wir sind also eine echte Fußballerfamilie, aber leider ist nicht alles so schön, wie es sich anhört. Aber dazu kommen wir ein anderes Mal. Denn jetzt sind meine Gedanken auch ganz woanders. Neue Stadt, neue Leute und ein neuer Verein. Ich bin nämlich der neue Stürmer von Union Berlin. Und das Ganze war ein riesiger Schritt für mich, denn davor habe ich in der Regionalliga gespielt, wo ich zwar alle Rekorde gebrochen habe, aber natürlich keine Erfahrung sammeln konnte auf richtig hohem Niveau. Und ich haute im Training alles rein, was ich hatte. Und das hat auch der Trainer gesehen. Und so wurde ich direkt im ersten Testspiel eingewechselt. Und jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich mein erstes Spiel für Union Berlin. Ist der Schritt vielleicht viel zu groß? Ich spiele hier gerade in Anfield für Union Berlin, die jetzt in dieser Saison noch Champions League spielen werden. Auch Union hat einen sehr schnellen Aufstieg gehabt, aber von der Regionalliga in die erste Liga, wie soll das nur gut gehen? Ist das vielleicht der größte Fehler meiner Karriere, so früh in die Bundesliga zu wechseln? Aber der Druck war da, meine Brüder waren schon Fußballprofis und auch ich wollte diesen Schritt natürlich jetzt gehen und ich konnte nicht klar denken, es war einfach viel zu viel Druck und die Gegner waren natürlich jetzt auch ganz andere. Komm schon, jetzt hau dich rein, das wird jetzt die erste gute Szene, jetzt hier nach vorne spielen den Ball, ja, das sieht doch schon mal gut aus, komm, spiel ihn mir zurück. Aber auch in dieser Szene war ich dann wieder viel zu unruhig, zu hektisch und auch viel zu unerfahren. Komm schon, jetzt eine ganz klare Aktion. Der Trainer lässt mich hier 40 Minuten spielen. Das muss ich doch zurückzahlen. Er würde mich doch nicht 40 Minuten hier spielen lassen, wenn er nicht an mich glauben würde. Okay, das sieht doch gut aus. Der Ball kommt zu mir. Das ist meine Chance. Jetzt hier knapp vor dem Strafraum nochmal kurz die Ballannahme. Und jetzt hier der Schuss. Nein, das hätte das perfekte Debüt sein können. Aber das war gut. Genauso muss ich weitermachen. Und lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr von sowas sehen wollt. Oh, ein sehr guter Ballgewinn. So, erstmal abspielen den Ball. Alles ganz ruhig machen. Jetzt nicht ins Abseits laufen. Und auch nicht in den Gegner rein. Nach einer guten Aktion kommt direkt wieder eine schlechte. Aber nach einer schlechten Aktion kommt hier vielleicht eine gute. Okay, komm schon. Die zweite Chance. Den mache ich jetzt hier diesmal rein. Komm schon. Komm schon, der muss doch reingehen, der muss doch reingehen, der muss doch reingehen, der geht nicht rein. Ja, jetzt habe ich nicht nur schlechte Dribblings in diesem Spiel gehabt, jetzt habe ich auch eine richtig große Chance verpasst. Und das war es dann auch direkt von meinem allerersten Spiel für Union Berlin. Die allererste Chance vom Trainer habe ich also direkt mal verhauen. Und es gab auch viele Leute, die über diesen Wechsel hier lachten. Auch Union-Fans, die sich fragten, was das soll, aber vor allem eine Person hat ziemlich viel über mich geredet, ziemlich viel über mich gelästert. Das Hertha-Talent Theo Weber, aber sowas motiviert mich noch mehr, meinen Durchbruch jetzt hier zu schaffen. Und dann kam etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Denn der Trainer setzte mich im nächsten Testspiel von Anfang an ein. Und das gab mir so ein Selbstvertrauen, dass ich sogar vor der Mannschaft jetzt sprach. Ihm sagte, dass ich jetzt meinen Traum leben werde und dass ich in diesem Spiel mein erstes Tor mache. Und hier bekomme ich auch direkt meine allererste Chance. Der Verteidiger ist aber noch da, vielleicht dann doch lieber die Vorlage. Aber auch in dieser Szene überlegte ich wieder viel zu lange und dann ist es natürlich einfach für den Verteidiger. Okay, da kommt einer aus der Regionalliga, sagt den anderen, dass er heute ein Tor machen wird. Wie lächerlich mache ich mich denn gerade bitte? Aber vielleicht gibt es ja in Ordnung eine gute Aktion. Das sieht schon mal sehr gut aus. Komm, der Ball muss jetzt hier rüber. Komm, der Ball kommt rüber. Wir schießen. Zumindest auf das Tor, auch wenn es nicht den Treffer gibt. Es geht schon mal in die richtige Richtung. Und der Ball, der kommt hier auch in die richtige Richtung. Den machen wir jetzt rein. Ja, auch im zweiten Spiel konnte ich die Chancen also nicht nutzen. Aber die anderen Spieler sagten mir nach dem Spiel, dass ich genauso weitermachen soll. Aber noch mehr Chancen darf ich jetzt wirklich nicht mehr verballern. Denn bald geht es mit der Bundesliga los und auch mit der Champions League. Das letzte Spiel und wahrscheinlich auch meine letzte Chance, mich irgendwie noch in die Mannschaft reinzukämpfen. Ich wurde wieder von Anfang an eingesetzt. Okay, jetzt kommt hier die gefährliche Aktion. Ich komme direkt an den Ball, aber wieder ist der Abschluss zu schwach. Ja, obwohl zu schwach kann man nicht sagen, denn der Keeper ist jetzt hier nur so halb rangekommen. Der Ball wäre sogar fast noch über die Torauslinie gegangen. Aber eben nur fast. Ja, und das war es dann auch vom letzten Testspiel. Wieder hatte ich eine Chance, wieder habe ich die Chance nicht genutzt. Aber ich gab weiter Gas und gab wirklich alles im Training. Und im Training schaffte ich es auch regelmäßig, die Tore zu machen. Mehr Tore als die anderen Stürmer. Deswegen guckte ich gespannt auf den ersten Spieltag der Bundesliga, wo ich auch in der Startaufstellung stand. Jeder wusste, dass ich ein großes Talent bin, aber dass Union Berlin schon in dieser Phase an mich glaubte. Das hat sich dann doch irgendwie komisch angefühlt, aber ich wollte es natürlich zurückzahlen auf dem Platz. Jetzt hier die nächste Aktion. Ein zweites Mal komme ich nicht durch. Aber mir fehlte noch die letzten Prozent. Vielleicht kommen die aber jetzt hier in dieser Situation. Das darf noch nicht wahr sein. Wieder so eine hundertprozentige, die ich liegen lasse.
Immerhin konnte Volland aber hier noch treffen, ganz wichtig für uns. Aber ein guter Start in die Liga war es trotzdem nicht. Torabschlüsse hatte ich nicht so viele. Das Einzige, was mich wahrscheinlich in der Startelf hielt, dass ich mannschaftsdienlich war und auch eben sehr viel defensiv mitgearbeitet habe. Vielleicht war ich auch allgemein einfach zu negativ und war eben zu sehr verbissen auf das eine Tor. Aber natürlich das Tor, das musste irgendwann kommen. Die nächste Chance bekam ich direkt im nächsten Spiel gegen Darmstadt. Hier kommt auch einfach mal die Flanke rein. Der kommt sehr, sehr gut. Der Kopfball ist aber zu mittig. So, jetzt hier über die Seite. Da ist sehr viel Platz für die anderen Spieler. Da kann direkt hier weitergepasst werden. Aber leider wird nichts aus dieser Situation. So, nächste Aktion. Ja, eine ähnliche Situation. Volland alleine vor dem Tor. Und er macht wieder den Treffer. Wieder der Ausgleich. Ja, wieder ist es aber der letzte Treffer von uns. Und nach dem Spiel wartete Miroslav Klose auf mich. Aber warum er mich treffen wollte, das darf ich leider noch nicht verraten. Und jetzt geht's hier direkt in das nächste Spiel gegen Leipzig. Und wir sind hier direkt schon in der zweiten Halbzeit 0:0. Wir halten hier das Spiel offen. Jetzt muss die Flanke reinkommen. Aber die kommt leider nicht rein. Und Leipzig macht leider das 1:0. Aber wir spielen hier direkt mal den Pass. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Der Pass kommt hier zurück. Aber Szene ist direkt vorbei. Und auch dieses Spiel ist für uns gelaufen. Ja, nach den zwei Unentschieden gab es also jetzt hier die erste Niederlage. Wie lange soll das noch gut gehen? Wie lange lässt mich der Trainer jetzt hier noch spielen? Das macht eigentlich keinen Sinn. Ich bin zu schlecht für diese Mannschaft. Es konnte eigentlich nur besser werden hier im nächsten Spiel gegen Wolfsburg. Es ist die 17. Minute. Wir starten hier direkt rein mit einer richtig guten Aktion. Komm schon, das ist jetzt der Moment. Der muss doch reingehen. Der Ball geht rein. Endlich. Was für ein Befreiungsschlag. Das ist der allererste Treffer von Felix Lohmann. Es hat sich wie 5 Jahre angefühlt, bis wir den ersten Treffer hier machen. So, nächste Aktion. Jetzt haben wir auch mal ordentlich Selbstvertrauen. Mannschaft und Trainer haben immer an uns geglaubt. Jetzt kommt hier direkt die nächste Aktion. Der nächste Treffer. Doppelpack. Aber Wolfsburg hat hier auch 2 Tore geschossen. Ja, das ist natürlich bitter, dass wir dieses Spiel auch nur unentschieden spielen. Aber zum allerersten Mal kann ich vom Platz gehen und so richtig zufrieden sein mit meiner Leistung. Ja, mit einem Sieg hätte ich das Ganze jetzt hier natürlich richtig feiern können. Aber wir sind in einer absoluten Krise. Und nach dem Doppelpack ist vor der Champions League. Letztes Jahr habe ich noch in der Regionalliga gespielt. Jetzt spiele ich einfach in der Champions League. So, 6 Minuten sind hier gespielt. Hier spielen wir auch direkt den ersten Pass. Ja, sehr gutes Zusammenspiel. Der Pass ist aber leider zu lang. Der nächste Pass kommt dann gar nicht an. Jetzt bekommen wir hier aber einen perfekten Pass. Wir stehen alleine vor dem Tor, müssen den nur noch reinmachen. Und wir machen den direkt rein. Das 1:1, unser erster Champions League-Treffer für Union. Der Knoten ist sowas von geplatzt. Aber leider brachte auch dieser Treffer wieder nichts. Den Auftakt in die Champions League haben wir hier also gegen den schwächsten Gegner vermasselt. Und so kann ich mich natürlich nicht über mein erstes Champions League-Tor freuen. Und eigentlich sollte ich das tun, denn es ist komplett verrückt, jetzt hier in der Champions League zu spielen und auch zu treffen. Meine Krise war vorbei, aber die von Union Berlin ging weiter. Wir warten hier immer noch auf den ersten Saisonsieg. Und Werder ist ein Platz unter uns, die haben aber schon einen Sieg gefeiert. Und das lag vor allem auch daran, dass mein Bruder Noah eine richtig gute Leistung gegen Heidenheim abgeliefert hat. Er konnte da seinen ersten Saisontreffer machen und eben 3 Punkte für seinen Verein holen. Das wollen wir jetzt hier auch gegen Hoffenheim machen. Und wir wollen jetzt hier einen richtigen Lauf starten, auch hier in den Strafraum rein gegen Hoffenheim. Hier direkt das nächste Bundesligaspiel und wir spielen lieber den Ball hier mal zurück, beziehungsweise in den Strafraum, und das ist nicht der Treffer. Aktuell kommen wir nicht in die Position, wo wir selber abschließen können, ist aber erstmal ganz egal. Wir wollen natürlich erstmal dieses Spiel gewinnen, aber das Ganze dauert einfach viel zu lange. Das ist aber ein richtig guter Pass, der wird aber nicht so wirklich ausgenutzt und der kommt auch nicht gut zurück. Ja, und am Ende gibt es das 3:0 für Hoffenheim. Die Krise wurde also immer schlimmer und das nächste Spiel, das durften wir auf keinen Fall verlieren. Denn wenn wir dieses Spiel verlieren, sind wir direkt aus dem Wettbewerb raus. Es geht los mit dem DFB-Pokal. Es wird allerhöchste Zeit für den ersten Saisonsieg. Ja, vielleicht direkt in der ersten Spielszene. Wir gehen hier so ein bisschen am Strafraum rum, wollen jetzt hier den Pass spielen. Aber wir wollen es in der Situation viel zu kompliziert machen. Wir müssen das ganz einfache Spiel hier suchen. Hier einfach mal auf den Mitspieler warten, den jetzt anspielen. Der spielt den Ball hoffentlich hier wieder zurück. Ja, erstmal kommt der Ball noch nicht durch. Aber die Situation bleibt noch heiß. Jetzt vielleicht, das könnte was werden, aber nein. Und was ist das denn jetzt hier? Jetzt passt gerade gar nichts mehr bei uns. Das einzig Gute war, dass Sandhausen eben auch noch nicht getroffen hatte. Jetzt aber hier vielleicht die Aktion. Ja, wir versuchen hier einfach mal durchzudribbeln. Das haben wir im Training so ein bisschen geübt in der Woche, den Fokus drauf gelegt. Aber noch hat sich das nicht ausgezahlt. Vielleicht ja jetzt in der nächsten Situation. Wir kommen hier in den Strafraum, spielen den Ball jetzt hier auf unseren Mitspieler. Der macht den Ball aber nicht rein. Und damit ist das Spiel zu Ende und wir fliegen aus dem DFB-Pokal. Ja, und das Ganze war natürlich eine komplette Katastrophe. Gegen Heidenheim musste auf jeden Fall jetzt ein Sieg her.
Hier kommt die allererste Aktion. Wir wollen so ein bisschen mannschaftsdienlicher spielen, nicht einfach nur immer vorne drinne hängen. Wir spielen ja mit zwei Stürmern, aber natürlich, wenn die Situationen kommen, dann werden wir natürlich den Schuss hier versuchen. Das ist direkt der Treffer in der ersten Aktion. Zwei Spiele wieder nicht getroffen, aber jetzt ist es endlich wieder soweit. Aber das brachte leider nichts. In Heidenheim kam direkt mit dem Ausgleich. Weiter ging es jetzt hier mal mit einer Flanke. Wir nehmen den Ball. Der Ball kommt aber leider nicht aufs Tor. Und jetzt durfte ich sogar hier in der 88. Minute einen Eckball schlagen. Hoffentlich klappt es diesmal mit der Flanke. Hoffentlich machen wir jetzt noch den späten Siegtreffer. Aber die Ecke war leider überhaupt nicht gut. Oh, jetzt kommt aber die Aktion. Der Verteidiger ist aber gut da. Und das, was wir verpasst haben, macht Heidenheim am Ende in der 90. Minute den Siegtreffer. Ja, jetzt habe ich den Treffer zwar gemacht. Die Vereinskrise geht aber komplett weiter. Der September war also zeitgleich ein richtig guter, aber auch richtig schlechter Monat. Bin sehr gespannt, was der Oktober für ein Monat wird. Mit meinem Feind Theo eskaliert es heute so sehr, dass er etwas über meinen Vater verraten wird und dass es zu einem persönlichen Treffen kommt. Mein Bruder Gabriel bekommt eine rote Karte, das ist aber nicht das Schlimmste, was ihm passiert. Von meinem anderen Bruder Noah seht ihr heute richtig gute Sachen, aber auch da ist leider was Schlechtes passiert. Dranbleiben lohnt sich, weil auch bei mir sehr viel passiert, nachdem ich im letzten Monat endlich meinen Durchbruch hatte. Und nach meinen 4 Toren im September gab es für mich eine richtig gute Nachricht, denn ich war in der Auswahl zum Spieler des Monats. Aber vor der Bekanntgabe geht es jetzt erstmal in die Champions League. Und das Spiel startete überhaupt nicht gut. Wir haben direkt 2 Gegentore kassiert und auch ich konnte mich nicht durchsetzen. Aber dann kam es zu dieser Situation. Okay, was für ein genialer Pass. Ich stehe jetzt hier einfach alleine vor dem Torwart, aber es ist noch ein weiter Weg. Komm schon, das wird jetzt hier zumindest noch der Anschlusstreffer, damit wir hier zurück in die Partie kommen. Nein, der Keeper ist dran. Wie konnte ich diese Chance nicht nutzen? Und am Ende gab es das 6:0 für Neapel. Also das Ganze habe ich mir hier bei Union Berlin anders vorgestellt. Und jetzt wartet auch noch Dortmund auf uns. Und Dortmund könnte auch der nächste Schritt in meiner Karriere sein. Dortmund war dafür bekannt, extrem viele gute Talente auszubilden. Und Dortmund war natürlich auch für das Stadion bekannt, was für ein Gefühl in diesem Stadion hier zu spielen. Aber hier gibt es direkt die erste gefährliche Aktion. Wir dürfen jetzt nicht an die Zukunft denken. Wir müssen jetzt an dieses Spiel denken. Wir müssen unseren ersten Sieg holen. Hier kommt die nächste gefährliche Aktion für uns. Der Ball muss jetzt hier weiter gespielt werden. Das ist der Treffer. Aber Dortmund machte natürlich weiter Druck und hier gab es direkt den nächsten Torschuss. Und direkt der nächste hinterher. Aber wir schafften das 1:0 in die Halbzeit zu bringen. Und wenn wir es bis zum Ende schaffen, könnte das der große Wendepunkt sein. Aber direkt nach dem Anpfiff hat Dortmund gezeigt, dass die jetzt hier alles reinhauen werden. Ja, und so fiel leider auch ganz schnell der Ausgleichstreffer. Komm schon, jetzt ist der Moment, wo ich hier in diesem Spiel zum Helden werde. Aber stattdessen wurde ein anderer Spieler zum Held. Marco Reus schiebt den Ball hier nach dem Pfostentreffer ein. Und dann gab es nach einer schwachen Leistung auch die Auswechslung. Aber dieses Spiel hat uns zumindest wieder die Hoffnung zurückgegeben. Und nach meinem Spiel gegen Dortmund war vor dem Spiel meines Bruders gegen Dortmund. Und mein Bruder machte es besser. Er traf direkt gegen Dortmund mit einem wunderschönen Tor. Und er traf nicht nur einmal, sondern direkt auch hier ein zweites Mal. Auch nicht weniger schön. Aber Dortmund schoss noch 2 Tore und so konnte auch Noah nicht gegen Dortmund gewinnen. Und auch Gabriel, mein anderer Bruder, konnte sein nächstes Spiel nicht gewinnen. Und nicht nur das, denn nachdem seine Mannschaft, die auch in der Krise war, schon 3 Gegentore bekommen hat und er auch private Probleme mit seiner Freundin hatte, rannten bei ihm die Nerven durch und er bekam die rote Karte. Und es kam sogar noch schlimmer für ihn, denn er war sowieso schon im Streit mit dem Verein, weil er seinen Vertrag nicht verlängern wollte. Und nach dieser Aktion reichte es dem Verein, er verlor die Kapitänsbinde und wurde für die nächsten 3 Spiele suspendiert. Und bei Osnabrück lief es sogar noch schlechter als bei uns, aber gegen Stuttgart wollen wir zumindest den ersten Sieg feiern. Und der Start war mal wieder richtig schlecht, Stuttgart ging hier direkt in Führung, deswegen war es umso wichtiger, dass ich diese Szene natürlich hier gut nutze. Und es sah auch richtig gut aus. Jetzt muss ich den Ball nur noch gut hier reinbringen auf den anderen Spieler und er kommt zu Kevin Volland. Mein Sturmpartner macht jetzt hier den Ausgleich. Und jetzt vielleicht andersrum. Volland jetzt hier auf mich. Felix Lohmann ist jetzt hier am Start, kommt aber leider nicht durch. Mehr gab es aber von uns auch nicht zu sehen in diesem Spiel. Die nächste Niederlage hier gegen Stuttgart. Und was kann man überhaupt nicht gebrauchen, wenn man in so einer Krise steckt? Genau, den besten Verein aller Zeiten vor sich zu haben. Ja, und auch gegen Real Madrid hatten wir natürlich keine Chance. Aber unbedingt dranbleiben fürs Rückspiel. Und damit waren wir nicht nur in der Champions League auf dem letzten Platz, sondern natürlich auch in der Bundesliga, wo es jetzt gegen den SV Werder geht. Aber leider gab es hier nicht das direkte Duell gegen meinen Bruder. Der verletzte sich nämlich vor dem Spiel im Training. Der war wahrscheinlich ein bisschen zu übermotiviert. Und sein Team war zum Start so richtig motiviert. Hier gibt es direkt schon mal den ersten Abschluss. Hier kommt es aber zur Kontersituation. Ich muss euch aber jetzt noch schnell sagen, dass ihr die Serie mit einem Daumen nach oben retten könnt. Und ich habe ordentlich Tempo und das muss ich natürlich jetzt hier auch ausnutzen und den Ball jetzt hier noch in die Mitte reinbringen. Und Werder machte weiter Druck. Vor allem Schmid machte ein richtig gutes Spiel und er setzt jetzt hier zum Schuss an und macht den Treffer. Und noch vor der Halbzeitpause gab es das 2:0. Ja, hinten stimmte einfach über
überhaupt nichts von uns. Alles, was uns damals erfolgreich gemacht hat, das haben wir vermissen lassen. Und mehr gab es dann auch nicht vom Spiel, für mich zumindest, denn in der Halbzeitpause wurde ich ausgewechselt. Ja, und am Ende haben wir nicht nur das Spiel verloren, sondern auch noch einen Spieler. Ja, und das war natürlich eine ganz schwache Halbzeit von mir. Das hat natürlich auch meine Beraterin Luisa so gesehen. Aber genau das war der Zeitpunkt, wo ich einige Sachen veränderte. Ich investierte ein bisschen Geld, um mich noch weiter zu verbessern und der Mannschaft helfen zu können. Und für den November hatte ich dann auch ein ganz spezielles Ziel. Theo Weber, der vor einigen Wochen ja noch über mich lästerte, machte in der zweiten Liga 7 Tore. Das schaffe ich auch in der ersten Liga. Vor allem, weil wir jetzt unbedingt den Wendepunkt in der Saison hier brauchen. Und jetzt muss hier direkt der erste Treffer kommen. Und der geht rein. Das 1:0, endlich wieder ein Treffer. Perfekter Start in diesem Monat. Ja, es lief viel besser im Training. Ich gab extrem viel Gas und hier kommt direkt die zweite Chance, die ich aber nicht nutze. Aber komm, vielleicht geht ja der Ball hier rein. Der Abschluss, aber auch der geht nicht rein. Und so gibt es hier direkt die nächste Niederlage. Und Theo Weber, der in der Woche davor schon wieder kleine Sticheleien losgelassen hat, der provozierte jetzt weiter über Social Media, kritisierte Union Berlin, dass die eben mich als Stürmertalent spielen lassen und dass es an mir liegt, dass wir so viel verlieren. Ich weiß nicht, hat er recht? Bin ich vielleicht dafür verantwortlich? Vielleicht passe ich einfach nicht in die Mannschaft rein. Aber das durfte ich nicht denken, ich musste weiter an mir arbeiten. Und während wir dann auf dem Weg nach Madrid waren, legte Theo Weber nochmal nach. Und diesmal wurde es so richtig persönlich, denn er sagte, dass ich einen noch größeren Absturz als mein Vater erleben werde. Und als ich von der Presse darauf angesprochen wurde, hätte ich sagen sollen, ich konzentriere mich nur auf mich und Union Berlin. Aber ich sagte was anderes. Diesen Großmaul werde ich zeigen, der kann nur im Internet rumreden. Ich werde in den nächsten Jahren der bessere Stürmer sein und ich werde der deutsche Stürmer bei der WM 2026 und er wird höchstens von der Bank zuschauen. Ja, und dass ich in diesem Moment so emotional wurde, das war keine gute Idee. Denn die Rivalität wurde jetzt auch in den Medien richtig groß und das gefiel Union und auch den anderen Spielern im Team überhaupt nicht. Denn wir hatten natürlich noch ganz andere Probleme und das Thema wird gleich sogar noch größer, denn es kommt zum Treffen mit Theo. Aber eine gute Sache hat es, denn dieser Gefühlsausbruch hat mich extrem nach vorne gepusht und jetzt wollte ich es erst recht allen beweisen. Ich gehe jetzt ins Hotelzimmer und morgen liefere ich gegen Real Madrid mein bestes Spiel der Karriere ab. Das ist die allererste Aktion gegen Real Madrid. Der allererste Schuss. Das ist auch direkt der Treffer. Was für ein Traumstart. Okay, in Bernabeu zeigst du es heute allen. Das ist kein normales Spiel. Das ist eine Bewerbung. Und jetzt kommt hier direkt der nächste Angriff. Was ist hier los? Die nächste Chance auf einen Treffer. Das ist der Doppelpack in den ersten 10 Minuten. Was passiert gerade in Bernabeu? Guck dir das an, Theo Weber. Der Schuss ist für dich. Hattrick in der ersten Halbzeit. Real Madrid ist mein absoluter Traumverein und gegen diesen Verein in meinem Traumstadion treffe ich dreimal. Die Champions League hat einen neuen Weltklasse-Spieler. Über diesen Tag wird man noch ganz, ganz lange reden. Union Berlin und Felix Lohmann sind zurück. Schreibt das in euren Notizblock. Das ist der vierte Treffer. Bewerbung abgeschickt. Aufstehen, was das ganz Nein, das war nur ein Traum. Das kann doch nicht sein. Ich habe schon daran gedacht, wie ich den Ball in den Händen halte, wie ich Interviews führe, wie Theo darauf angesprochen wird und wie wir mit Union endlich wieder in die Erfolgsspur zurückkommen. Ja, in der Realität sah das Ganze dann natürlich nicht so aus, aber eine gute Aktion hatte ich trotzdem in dem Spiel. Ja, das mit der Bewerbung, das hat leider nicht so geklappt. Aber im nächsten Spiel lief es dann wieder besser gegen Leverkusen, zeigte mir eine gute Leistung. Ich konnte meinen Treffer machen. Gewinnen konnten wir das Spiel aber leider trotzdem nicht. Und jetzt wurde es auch so langsam richtig eng für den Trainer. Deswegen gab es nochmal eine extra große Ansprache. Wir wollten alle unbedingt dieses Spiel gewinnen. Und ich wollte persönlich natürlich weitere Tore schießen, um der Mannschaft zu helfen. Und natürlich auch, um eine Antwort zu liefern auf den letzten richtig guten Monat von Theo. Denn es ging auch um den Stammplatz in der U21. Da wollten wir unbedingt als Stammspieler ins nächste Turnier gehen. Ich haute alles rein, machte sogar hier einen Doppelpack. Wurde damit auch zum Spieler des Spiels. Das bringt aber natürlich nicht so viel, wenn man das Spiel mal wieder verliert. Und ein paar Tage später kam es in Berlin zu einem zufälligen Treffen mit, ja, meinem mittlerweile größten Feind, mit Theo Weber. Ja, und hier hätten wir das ganze Thema eigentlich aus der Welt schaffen können, aber er startete einfach mal mit dem Gespräch, indem er meine Mutter beleidigte. Auf diese Stufe wollte ich aber nicht mit runtergehen und deswegen sagte ich ihm, dass seine Haare aussehen wie mein Wischmob. Dann wollte er mir auch direkt eine Backpfeife geben, ich wich aber aus und fragte ihn dann, wie er eigentlich meine Champions League Tore fand. Er sagte, er hat nur das Ergebnis von dem Spiel gesehen und dann sagte ich ihm, guck doch mal nächste Woche auf das Ergebnis vom Spieler des Monats. Aber dann kam auch schon ein paar Fans und die Situation löste sich auf. Battle ist aber natürlich noch lange nicht zu Ende. Die letzte Folge liefert euch hier nochmal den krassesten Abstiegskampf aller Zeiten. Bleibt dafür unbedingt bis zum Ende dran. Ihr seht auch meine beste Einzelaktion und auch mein Debüt für Deutschland. Und es gibt auch meine erste Verletzung im Rückspiel gegen die Bayern. Jetzt kommt aber erstmal das Hinspiel mit dem letzten gegen den ersten der Tabelle. Und bevor ich überhaupt an den Ball komme, bekommt der FC Bayern hier schon richtig viele Chancen. Mein Highlight in der ersten Halbzeit war, dass ich einen Einwurf rausgeholt habe. Und beim FC Bayern ging es natürlich direkt weiter. Wieder der Lattentreffer. Dann auch davor haben sie schon mal die
Latte getroffen. Nach meinem Wechsel in die Bundesliga direkt der Abstieg mit Union. Das darf doch nicht mein Karrierestart als Profi sein. Und vor allem, nachdem der Verein und der Trainer mir so große Chancen gegeben haben. Komm, ich muss jetzt hier alles reinhauen. Da muss jetzt der Pass kommen. Das ist die Chance auf das 1:0. Volland macht ihn nicht. Und auch ich mache ihn nicht. Eine Stunde lang Scheiben schießen auf unser Tor. Und dann haben wir die große Chance, selber den Treffer zu machen. Oh, hier die nächste Aktion. Jetzt erstmal der Pass. Wieder ein guter Pass. Der kommt jetzt hoffentlich zurück in die Mitte. Da kommt jetzt erstmal das Foul. Und die gelbe Karte, aber vor allem natürlich eine gute Freistoßsituation. Komm schon, der Freistoß geht jetzt rein und wir gehen jetzt hier mit 1:0 in Führung. Was ist das denn hier? So einen Freistoß habe ich noch nicht mal in der Regionalliga so gesehen. Und jetzt gehen wir hier in die 90. Minute rein. Vielleicht die letzte Aktion des Spiels. Tore sehen wir hier aktuell nicht so viele und auch von meinen Brüdern sehen wir hier aktuell nicht so viel. Gabriel hatte ja die rote Karte und dann noch eine zusätzliche Suspendierung vom Verein bekommen. Und nach einem heftigen Streit mit dem Trainer wurde er dann auch komplett aus der Mannschaft geschmissen. Ja, und das Ganze machte seine Chance auf einen richtig guten neuen Verein natürlich auch nicht besser. Und Noah war nach seiner kleinen Verletzung wieder im Training, hat aber seinen Platz in der Startelf verloren und muss sich da erstmal wieder zurückkämpfen. Mehr zu sehen gibt es aber aktuell von meinem Feind Theo, der ist in der zweiten Liga richtig gut am Start. Momentan mit der Hertha hier auch auf Platz 1. Da gibt es in der nächsten Saison vielleicht das direkte Duell. Jetzt kommt aber erstmal das Duell gegen Gladbach. Kommt schon, Jungs, das schaffen wir. Lasst uns wieder die Null halten wie gegen die Bayern. Und diesmal machen wir vorne auch das Tor. Ja, der Start hätte aber besser sein können. Wir starten nämlich hier mit dieser Szene rein. Wo der Ball aber zum Glück nicht im Tor landet. Und wir haben direkt nochmal Glück. Es gibt den nächsten Abschluss von Gladbach, der uns aber nicht in Rückstand bringt. Ja, Gladbach war momentan hier ziemlich gut unterwegs. Und das zeigten sie auch direkt von Anfang an. Hier kommt nämlich direkt die nächste Chance. Ja, und dann kam auch der verdiente 1:0-Treffer. Ja, es war nur eine Frage der Zeit, bis Gladbach trifft und das haben sie hier dann auch gemacht. Ja, defensiv funktionierte einfach gar nichts. Gladbach direkt mit dem nächsten Schuss. Ja, wir gehen hier wieder in die Halbzeit, ohne offensiv überhaupt irgendwas gemacht zu haben. Jetzt könnte aber hier mal über den Flügel eine gefährliche Situation entstehen. Der Ball wird hier in die Mitte gepasst und kommt hier hoffentlich wieder gut zurück. Der Ball kommt zurück. Ich stehe fast noch im Weg. Zumindest jetzt schon mal der erste Torschuss für uns. Jetzt kommt hier der Kopfball rein und Volland wieder gefährlich. Komplett anderes Bild als in der ersten Halbzeit. Es ist Gosens, der hier zum Kopfball ansetzt. Aber auch Gladbach hat natürlich einen guten Keeper. Jetzt kommt hier direkt die nächste Aktion. Ball kommt erstmal noch nicht durch. Jetzt der Abschluss. Der nächste Schuss nochmal, aber es soll hier gerade noch nicht sein. Und dann gab es hier noch einen zufälligen Schuss und dann gab es leider auch die Auswechslung. Aber es gab noch ein Tor und damit holen wir hier direkt den nächsten Punkt. Der uns hier in der Tabelle aber natürlich auch nicht so wirklich weiterbringt. Und hier sehen wir die nächste Horrortabelle für uns. 0 Punkte in der Champions League. Jetzt gehen wir ins letzte Spiel gegen Neapel. Am Ende verlieren wir auch dieses Spiel hier hoch und zwar mit 5:0. Okay, wir brauchen erstmal eine kleine Neapel-Pause. Und im nächsten Spiel gegen Bochum muss es jetzt hier endlich soweit sein. Wir müssen den ersten Saisonsieg hier einfahren. Weil sonst lasse ich einfahren. Nee, das müssen wir rausschneiden. Hier die allererste Szene gegen die Bochumer. Die ist auch richtig gut. Das muss der Treffer sein. Das ist nicht der Treffer. Im letzten Monat waren wir auch in der Krise, aber da habe ich zumindest solche Dinge reingemacht. Aber hier kommt es direkt zur nächsten Situation. Ein sehr guter Lauf und ich glaube, ich muss es jetzt hier selber versuchen. Und auf der anderen Seite wird es auch gefährlich. Aber zurück in den Bochumer Strafraum, beziehungsweise noch sind wir nicht da, aber gleich kommen wir da rein. Wir sind jetzt am Start und machen nicht den Treffer. Und danke für über 1400 Daumen nach oben bei der letzten Folge. Leider haben wir das Like-Ziel letztes Mal nicht erreicht. Lasst uns das aber diesmal tun. Wir brauchen einen Umschwung bei dieser Karriere. Und mit dieser Aktion geht es jetzt hier in die zweite Halbzeit. Jetzt kommt der Ball auch rüber. Und jetzt muss der Ball hier auch reinkommen. Der kommt zu mir und ich mache auch hier wieder den Ball nicht rein. Der Ball kommt aber nach dem Eckball gut zu mir. Aber irgendwie funktioniert es hier noch nicht mit dem Treffer. Jetzt kommen wir hier aber mal gut nach vorne und das sieht jetzt hier sehr gut aus. Aber da steht der Torwart direkt vor uns. Klappt erstmal noch nicht. Dafür spielen wir jetzt den Ball auf einen anderen Spieler hier durch und der wieder zurück. Jetzt müssen wir eigentlich den Ball wieder spielen. Oh, der Ball kommt aber irgendwie wieder zu uns. Ja, das komplette Chaos vor dem Bochumer Strafraum. Und jetzt gibt es hier die letzte Aktion für Bochum. Und das ist auch die letzte des Spiels. Es geht auch hier mit einem 0:0 zu Ende. Ja, der Award geht nicht an Felix Lohmann. Der Award, der geht an Felix. Oh Mann, wieso machst du die Dinger nicht rein? Und jetzt gehen wir rein in das letzte Spiel vor der Winterpause. Und nach 6 Unentschieden soll es jetzt gegen Köln den ersten Sieg geben, damit wir so ein bisschen an die Relegation ranrutschen. Und hier starten wir direkt mit so einer richtig guten Situation rein. Jetzt muss der Ball hier reingehen. Wir machen den Ball rein. Fast schon wieder viel zu lange überlegt. Ich war jetzt ein knappes halbes Jahr in Berlin. Ich lebte mich auch so langsam richtig gut in der Stadt ein, fing an, meinen Führerschein zu machen und wurde auch immer öfter auf den Straßen angesprochen und manchmal auch von Fans verfolgt, was leider nicht so cool war. So, nächste Aktion, das Zusammenspiel und jetzt der Schuss, der ist aber nicht im Tor. So, aber nächste Aktion, nächster Schuss und wieder das gleiche Ergebnis.
Und hier kommt es direkt zur nächsten Situation. Der Ball kommt nicht rein. Nicht zu mir und vor allem natürlich auch nicht in das Tor hier rein. Und wir versuchen es einfach mal mit dem Kopf. Und jetzt kommen die Kölner hier richtig gut aus der Halbzeit. Direkt zwei Chancen zum Start. Jetzt wollen wir hier auch die nächste Chance haben, ein Tor zu erzielen. Jetzt muss die Flanke hier reinkommen. Die kommt auf den anderen Spieler. Jetzt müssen wir den Kopfball reinmachen und der geht rein. Unser allererster Kopfball hier im Profifußball. Aber Köln blieb weiter gefährlich und hatte hier auch direkt die nächste Situation. Aber wieder ist unser Keeper da. Ganz wichtig, denn wir wollen den Sieg natürlich jetzt hier nicht mehr hergeben. Und vielleicht jetzt in dieser Situation auch schon die Entscheidung machen. Der Ball kommt rein. Wir nehmen den Ball an, aber machen den nicht rein. Und jetzt hier die nächste gefährliche Aktion. Ich habe nicht mehr ganz so viel Energie, aber einmal muss ich hier natürlich durchgehen. Ich gehe am Verteidiger vorbei und mache hier meinen Hattrick. Wir sind wieder zurück. Und das ist die Entscheidung. Endlich der allererste Saisonsieg. Wir gehen also zum allerersten Mal mit dem Ball und einem richtig guten Gefühl hier in die Winterpause. Vor der Saison war ich in den Medien der dümmste Transfer, den Union überhaupt gemacht hat. Und jetzt war ich die neue deutsche Sturmhoffnung. Und ich war wieder in der Auswahl zum Spieler des Monats. Aber wieder habe ich es hier leider nicht geschafft. Einen Transfer im Winter gab es trotz zahlreicher Angebote hier nicht. Aber trotzdem habe ich einen Vertrag unterschrieben und das Ganze bei Puma. Die Tore werden also jetzt mit anderen Schuhen geschossen. Und jetzt geht's hier mit den neuen Schuhen rein in die nächste Partie. Hier gegen Freiburg ins Jahr 2024. Und wir starten direkt mit einem Treffer. Neuer Torjubel ist auch am Start. Und jetzt kommt es hier auch direkt zum Elfmeter. Und bei der letzten Folge haben wir hier 49 neue Abonnenten dazu bekommen. Lasst uns das auch diesmal wieder schaffen. Kostenlos abonnieren, um nichts zu verpassen und auch für den 77-Stunden-Stream. Und den machen wir jetzt hier auch hoffentlich rein. Ja, das ist direkt der Doppelpack. Wir machen da weiter, wo wir jetzt hier im letzten Jahr aufgehört haben. Jetzt kommt die nächste Aktion. Der gute Pass, der kommt jetzt hier auch hoffentlich zurück. Ja, jetzt kommt ein guter Pass auf mich. Jetzt muss ich den Ball hier reinmachen zum 3:0. Das ist das 3:0. Wieder ein Hattrick. Und nach den zwei Hattricks, die ich selber hier gemacht habe, ging es gegen einen Gegner, wo ich damals einen Hattrick gesehen habe. Denn als ich und meine Brüder im Stadion waren, schoss mein Vater, der damals bei St. Pauli spielte, gegen Mainz 05 drei Tore. Aber ich glaube, ein dritter Hattrick in Folge, der ist hier nicht möglich. Oder? Rein geht's hier in die nächste Partie. Wir müssen hier gut mit den Mitspielern zusammenspielen und die spielen auch einen richtig guten Pass auf uns. Wir nehmen den Ball jetzt hier an und machen den nicht rein. Ja, eigentlich sollte man denken, nach zwei Hattricks ist so ein Ding gar kein Problem. Aber ab und zu fehlte mir dann doch einfach noch die Erfahrung. Die erste Chance auf den Relegationsplatz hier zu rutschen haben wir damit also verpasst. Aber es gibt direkt die nächste gegen Darmstadt. Und hier steigen wir direkt ein mit einer perfekten Situation. Das muss jetzt der Treffer sein. Okay, der Keeper ist ein bisschen draußen. Jetzt muss ich's mit dem Lupfer versuchen und der geht über den Keeper. Der Lupfer geht rein, das 1:0 gegen Darmstadt. Guter Start hier rein in dieses Spiel. Aber es muss natürlich auch gut weitergehen. Jetzt können wir hier den Ball erstmal gewinnen. Spiel den direkt ab. Ja, das sieht hier alles sehr gut aus. Aber der Ball kommt leider nicht durch. So, und jetzt kommt hoffentlich die Flanke durch. Auf mich direkt angefordert. Der Kopfball ist leider aber zu schlecht. So, und jetzt sind wir in den letzten 10 Minuten. Jetzt müssen wir diese Situation hier ausnutzen mit unserem Tempo. Müssen wir hier am Verteidiger vorbeikommen. Aber, ja, der andere Verteidiger kommt noch dazu. Der Ball geht ins Aus. Aber wir gewinnen trotzdem dieses Spiel. Keine Glanzleistung, aber ganz wichtige 3 Punkte. Endlich lief es jetzt bei Union Berlin so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber der Abstiegskampf wird hier eine extrem enge Sache. Und auch das Rennen um die Top-Torjäger-Kanone wird hier spannend. Ja, und die Partie gegen Leipzig können wir dann ganz schnell zusammenfassen. Kein Torschuss von uns und eine 2:0 Niederlage. Aber mal sehen, vielleicht haben wir eine Chance gegen Wolfsburg. Hier kommt es auch direkt zum ersten Angriff. Das sieht sehr, sehr vielversprechend aus, aber da kommt dann doch noch ein Verteidiger dazwischen. Jetzt hier die nächste Aktion, der nächste Pass und die Vorlage. Was machen wir da? Ja, sieht hier momentan nicht besonders gut aus, aber diese Szene nutzen wir hier hoffentlich nochmal. Der Ball muss doch hier reinkommen und jetzt geht der Ball immer noch nicht rein ins Tor. Ja, auf der anderen Seite geht er aber rein. Wolfsburg macht hier das 4:0. Ja, und nach dem kleinen Höhenflug gibt es auch in diesem Spiel wieder eine richtig schlechte Leistung. Aber trotzdem gab es eine gute Nachricht, denn ich wurde zum Spieler des Monats im Januar. Beim vierten Anlauf hat es dann geklappt. Was momentan hier aber nicht so gut klappt, ist 3 Punkte zu holen. Gegen Hoffenheim sollte sich das aber jetzt natürlich ändern. So, jetzt muss hier die Flanke reinkommen. Die Flanke kommt, aber was machen wir? Wollten wir den mit dem Bauch reinmachen oder was? Beziehungsweise kam die Flanke da nicht perfekt. Ja, und so ging ein Spiel hier wieder zu Ende, ohne viel gesehen zu haben. Aber egal, was hier passieren wird, in der nächsten Saison werde ich, denke ich, bei einem anderen Verein spielen. Und da muss ich wahrscheinlich bald auch eine Entscheidung treffen. Und treffen will ich auch im nächsten Spiel gegen Heidenheim, das bisher wichtigste Spiel der Saison. Denn wenn wir das Ganze gewinnen, dann können wir Heidenheim auf unseren aktuellen Tabellenplatz hier schieben und wären selbst dann natürlich auf dem Relegationsplatz. Ja, Heidenheim ist aber das Team, was jetzt hier die erste richtig gefährliche Aktion hat. Und hier sind sie direkt wieder im Strafraum mit dem Abschluss. Jetzt müssen wir
auch mal hinten ein bisschen rauskommen. Und das sieht hier richtig gut aus. Wenn der Ball natürlich dann auch zu mir durchkommt. Und direkt die nächste Aktion von Heidenheim. Und das ist auch der Treffer hier noch vor der Halbzeit. Komm schon, dieses Spiel ist eine riesige Chance für uns. Das müssen wir doch hier nutzen. Das darf doch nicht sein, dass wir diese Chance hier liegen lassen. Okay, jetzt kommt der Pass hier gut an. Und der Schuss ist nicht im Tor. Ja, Keeper nimmt mich hier nochmal hops. Okay, das Spiel geht hier los an der Mittellinie. Ich muss viel laufen, aber hoffentlich lohnt sich dieser Weg diesmal. Ja, ein paar Zentimeter entscheiden darüber, ob es eine richtig gute oder schlechte Aktion wird. Jetzt spielen wir den Ball leider ins Abseits. 5 Minuten vor Schluss, das hätte die große Chance sein können. Ja, wir reden hier sehr viel von Chancen, aber momentan sieht es so aus, als würden wir diese hier nicht nutzen. Ja, und so kommt es dann am Ende auch. Ja, und diese Niederlage tut natürlich jetzt so richtig weh. Und wenn der nächste Gegner hier Dortmund ist, dann sind die verpassten 3 Punkte eben natürlich doppelt so bitter. Denn hier brauchen wir natürlich auch ein kleines Wunder, um das ganze Ding hier zu gewinnen. Ja, aber in dem Spiel gehen wir mit 4:0 unter. Und mit dieser Niederlage ging es auch wieder zurück auf den letzten Platz. Gegen Stuttgart brauchen wir hier endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Und hier sind wir auch direkt in der ersten Aktion drinnen. Nehmen den Ball jetzt hier nochmal rüber. Der Ball wird uns hier abgenommen und hoffentlich vielleicht auch noch zurückgespielt. Nein. Oh, jetzt aber nochmal eine perfekte Situation. Jetzt hier alleine vor dem Tor. Das muss natürlich der Treffer sein. Wir versuchen es mit dem Lupfer. Spielen aber den Ball jetzt hier erstmal lieber zurück. Jetzt kommt die nächste Situation. Der Pass und der Schuss und am Tor vorbei. Was ist denn jetzt hier gerade wieder bei uns los? Stuttgart gewinnt mit 1:0 und haut uns damit natürlich noch tiefer in die Krise. Aber mitten in diese Krise kam eine richtig gute Nachricht rein, denn der Bundestrainer nominierte mich hier für die ersten Testspiele. Was für eine Woche, das Spiel gegen meinen Bruder und dann vielleicht auch noch das Nationalmannschaftsdebüt. Und jetzt geht's hier rein in das wichtige Spiel gegen Werder. Wir müssen unbedingt wieder punkten. Und mein Bruder Noah, der war auch nicht in der Startelf. So, jetzt kommen wir hier über außen, spielen den Ball gut nach vorne. Da ist ein neuer Stürmer am Start, der den Ball aber leider nicht wieder zurückspielen kann. Und da gab es hier auch direkt den ersten Torschuss von Werder und direkt der zweite hinterher. Direkt die nächste Chance und der dritte Schuss ist dann auch der Treffer. Wir gehen also hier in Rückstand und das heißt, wir müssen erstmal hier wieder hinterherlaufen. Und mit dieser Aktion geht es hier rein in die zweite Halbzeit, aber das Ganze machen wir leider nicht gut. Aber es geht hier direkt weiter, vielleicht kommt ja die Flanke rein. Jetzt muss der Ball hier reinkommen, der Ball geht rein ins Tor. Das ist die Hauptsache erstmal. Unser Kapitän Trimmel macht ihn rein. Der ganz, ganz wichtige Ausgleich. So, jetzt hier die nächste Aktion. Wir spielen den Ball hier wieder rein, sind nicht in den Strafraum, aber sehen hier fast das nächste Tor. Und jetzt kommen wir hier wieder über außen. Da laufen wir hier einfach mal ein bisschen in die Mitte und schicken jetzt diesen Spieler hier durch. Das ist die perfekte Vorlage und das ist auch der Treffer. Spiel gedreht, ohne ein Tor selber zu schießen. Auch so kann es funktionieren. Ganz wichtige Vorlage und ein ganz wichtiger Treffer. Aber auch Werder macht hier direkt weiter. Und das fast mit dem Ausgleich. So, nächster Angriff. Wir sind wieder ziemlich gut am Start. Der Ball muss jetzt hier durchkommen. Das muss die Entscheidung sein. Aber wie kann ich denn bitte so eine große Chance hier liegen lassen? Letzte Aktion von Werder Bremen. Jetzt nochmal der Angriff. Wir dürfen diese 2 Punkte jetzt hier nicht mehr verschenken. Und das Ganze tun wir auch nicht. Wir gewinnen dieses Spiel. Mein Bruder ist leider nicht mehr zum Einsatz gekommen, aber das war auch nicht das Wichtigste am heutigen Tag. Wichtig waren natürlich die 3 Punkte im Abstiegskampf. Und das Ganze wird extrem interessant, denn es gibt noch 2 direkte Duelle mit den beiden Mannschaften vor uns. Aber bevor es weitergeht mit dem Abstiegskampf, gibt es jetzt erstmal mein Nationalmannschaftsdebüt von der Regional Liga in die Nationalmannschaft. Und hier auch direkt die allererste Aktion. Ja, das könnte was werden, aber bin ich hier in der deutschen Nationalmannschaft? Ja, bin ich. Und jetzt kommt hier der Konter, aber es soll nicht sein mit meinem ersten Tor und auch mit meinem ersten Sieg hier mit der Nationalmannschaft. Aber auch im zweiten Testspiel werde ich hier eingewechselt. Und das Ganze im Duell gegen Italien, die momentan hier auch führen. Wir wollen aber natürlich ganz schnell jetzt hier den Ausgleich machen und die Flanke könnte vielleicht hier mal reinkommen. Jetzt kommt der Ball. Jetzt gibt es hier die Chance, den Ball reinzukommen. Zu spielen. Der Ball kommt hier vielleicht zurück. Der Ball kommt zurück, aber landet nicht im Tor. Und damit verlieren wir auch diese Partie. Ja, die Spiele hätten besser laufen können. Und von der Nationalmannschaft jetzt direkt wieder in den Abstiegskampf. Jetzt gibt es das Duell gegen Frankfurt, wo wir fast auch richtig gut reinstarten. Vielleicht kommt ja die nächste Flanke zu mir. Und ja, genau so ist es. Und die mache ich dann auch rein zum 1:0. Der nächste Kopfballtreffer. Und der nächste Treffer, der leider nichts bringt, denn Frankfurt macht in den letzten 10 Minuten noch 2 Tore und dreht das Spiel. Ja, und jetzt gehen wir in die entscheidende Phase. Nur noch 7 Spiele und den Start machen wir gegen Leverkusen. Bevor wir jetzt mit der ersten Saison anfangen, hat Leverkusen schon ein Tor gemacht und das Ganze wollen wir natürlich jetzt hier
auch machen. Wir kommen jetzt hier vor den Keeper und das ist der Lupfer, aber nicht der Treffer. Da haben wir die falsche Option gewählt. Jetzt müssen wir eine bessere wählen. Sind hier noch im Ballbesitz? Ja, und machen die Drehung, machen aber nicht den Treffer. Das darf doch nicht wahr sein. Aber der Treffer hätte wahrscheinlich nicht so viel gebracht, denn Leverkusen hat hier 5 Tore geschossen. Und die nächste Chance, jetzt hier auf den Relegationsplatz zu rutschen, gibt es gegen Augsburg. Und Augsburg eröffnet die Partie direkt mit einem Pfostentreffer. Und wir haben hier direkt die nächste Aktion in unserem Strafraum. Und jetzt wollen wir hier mal in den Augsburger Strafraum kommen. Der Ball muss durchkommen, aber die Grätsche kommt vorher. Und direkt der nächste Schuss von den Augsburgern. Und mit dieser Aktion geht's rein in die zweite Halbzeit. Das muss jetzt der Treffer sein. Das ist der Lupfer rein ins Tor. Zum ganz, ganz wichtigen 1:0. Und jetzt geht's mal los hier über außen. Geht aber natürlich ganz schnell nach innen. Der Verteidiger kommt nicht ran. Wir sind immer noch am Ball und müssen den jetzt hier selber reinmachen. Den machen wir rein zum 2:0 Doppelpack. Wie in einem Rausch spielen wir uns da durch. Aber Augsburg macht hier direkt mit dem nächsten Schuss weiter. Ja, und direkt nochmal ein Schuss hinterher. Und direkt der nächste nach der Ecke. Und nochmal einer. Und jetzt gibt es hier hoffentlich gleich auch einen Schuss von uns. Jetzt müssen wir an dem Verteidiger vorbei. Ja, der hat aber andere Pläne. Mehr passiert dann in der Partie nicht mehr. Was für ein wichtiger Doppelpack für 3 Punkte. Aber hoffentlich hat natürlich jetzt auch die Konkurrenz verloren. Ja, und es gibt direkt 2 schlechte Nachrichten. Bochum hat nicht verloren. Bleiben also auf dem Relegationsplatz. Haben unentschieden gespielt. Und direkt die nächste schlechte Nachricht hinterher. Wir spielen jetzt gegen den FC Bayern. Ja, wie im Hinspiel gibt es die Partie Letzter gegen Erster. Ja, das erste Mal in den Strafraum vom Gegner kommt aber nicht der FC Bayern, sondern kommt Union. Oh, jetzt verlieren wir hier fast den Ball, müssen den irgendwann abspielen. Es kommt die Grätsche. Und nein, das darf doch jetzt nicht sein. Kehre auf deine Position zurück. Ich bin gerade verletzt. Kann aber hier noch weiterspielen. Vielleicht ja mit dem Powershot ist das eine gute Idee. Bei einer Verletzung. Es ist der Lattentreffer. Es ist komplett verrückt. Und während ich hier gegen Bayern spielte, liefen im Hintergrund schon Verhandlungen. Denn Bayern ist nach meiner Saison eine realistische Option für mich. Komm, ich hau mich einfach weiter rein. Das muss trotzdem irgendwie funktionieren. Jetzt hier vielleicht nach dem Pass. Wieso kriegen die Jungs die Pässe hier nicht auf mich hin? Ja, und jetzt auch Bayern mit dem ersten Torschuss. Hat aber auch fast 45 Minuten gedauert. Komm, einfach auf die Zähne beißen und weitermachen, als wäre hier nichts gewesen. Jetzt kommt die Aktion und jetzt kommt auch Kimmich. Ja, und dann macht Bayern den Treffer. Eine ganz bittere Sache, denn 70 Minuten haben wir es hier geschafft. Defensiv nicht wirklich viel zuzulassen. Aber gut, wir spielen natürlich gegen den FC Bayern. Und jetzt kommt es zu dieser Kontersituation. Komm schon, jetzt noch einmal durchbeißen, noch einmal durchlaufen. Der Verteidiger kommt und ich bin viel zu langsam. Ich habe keine Energie mehr und muss damit diese große Chance hier liegen lassen. Und jetzt kommt in der 90. Minute auch nochmal die Auswechslung. Aber auch der Ersatzstürmer macht hier nicht mehr den Ausgleich. Und nach dem Spiel ging es natürlich jetzt darum zu gucken, was mit mir los ist. Ich habe mich zwar durchgebissen, aber so wirklich viel hat es natürlich auch nicht gebracht. Ja, es ist zum Glück aber nur eine Ellbogen. Verletzung, 5 Tage bin ich raus. Das heißt, wir können in die letzten 4 Spiele gehen. 3 Mannschaften mit 22 Punkten. Ja, obwohl, zu früh gefreut. Wir sind nicht so wirklich fit für diese Partie. Müssen die also simulieren, werden auch früh ausgewechselt und trotz Überzahl verlieren wir hier dieses Spiel. Und jetzt geht's rein in die letzten 3 Duelle. Freiburg, Köln und der VfL Bochum. Und der Verein, der dieses Spiel gewinnt, der landet auf dem Relegationsplatz. Ja, mit dieser Aktion starten wir ins Spiel rein, wird leider aber souverän abgegrätscht. Oh, sehr gutes Zusammenspiel mit meinen Teamkollegen. Jetzt muss der Ball hier reinkommen, der Kopfball kommt. Komm schon, das ist jetzt wirklich die allerletzte Chance. Wir dürfen nicht absteigen. Wir müssen jetzt hier die Chance nutzen und am besten auch diesen Ball hier direkt reinmachen. Und der geht auch direkt rein. Wieder ein ganz, ganz wichtiger Treffer. Der wichtigste Treffer bisher in der Saison, der uns hier aktuell auf den Relegationsplatz schießt. Oh, der nächste Angriff. Diesmal spielen wir den Ball hier rüber. Und jetzt wollen wir hier den Ball wieder zurückbekommen. Der Ball kommt nicht zurück. Damit lassen wir hier eine richtig gute Chance liegen. Und die Situation könnte auch hier gefährlich werden. Der gute Pass. Nochmal ein guter Pass. Und jetzt der nicht ganz so gute Abschluss. Und mit dem 1:0 geht es hier in die Halbzeit. Spannung pur hier im ersten von insgesamt 3 Finals. Oh, sehr guter Pass. Und auch direkt gegen die Laufrichtung. Und da kommt direkt auch der zweite Treffer. Kurz nach dem Halbzeitstart das 2:0. Und es geht hier direkt weiter mit der nächsten Szene. Wir waren wie entfesselt. Und jetzt kommt aber nicht der dritte Treffer. Der muss doch eigentlich reingehen. Bochum hält sich mit dieser Parade hier noch im Spiel. Und hier gibt es direkt den nächsten Abschluss von uns. Wir hätten eigentlich den Deckel hier schon drauf machen müssen. Aber stattdessen verlassen wir es jetzt hier auf unseren Keeper, der hier den nächsten Schuss aber zum Glück halten kann. Aber mehr passiert in dieser Partie nicht und das ist für uns natürlich richtig gut. Wir holen ganz wichtige 3 Punkte. Das war aber nur der erste Schritt. Wir müssen unbedingt gegen Köln gewinnen und die müssen dann ihr nächstes Spiel verlieren und wir müssen dann wieder einen Punkt holen, damit wir hier noch auf den 15. rutschen, denn die haben die viel bessere Tordifferenz. Ja, unten extrem spannend. Oben
oben, wie immer, nicht ganz so spannend. Und auch nach zwei Doppelpacks habe ich hier keine Chance mehr auf den Top-Torjäger-Preis. Aber das ist jetzt auch komplett egal. Wir wollen jetzt hier einfach nur den Abstieg verhindern und dafür müssen wir auch dieses Spiel hier gewinnen. Ja, aber erstmal sehen wir hier den ersten FC Köln, der hier ins Spiel reinstartet. Ja, und dann sehen wir jetzt hier auch leider direkt den Treffer für Köln. Ein extrem bitterer Rückschlag für uns. Ja, in der letzten Partie mit einer 1-0-Führung in die Halbzeit gegangen, jetzt mit einem Rückstand. So, jetzt gibt es aber hier vielleicht mal die Option, nach vorne zu spielen. Da muss der Ball direkt weiter in die Spitze. Und komm schon, das muss der Treffer sein. Das ist nicht der Treffer, das ist nur der Pfosten. Okay, jetzt nehme ich das Ding hier selbst in die Hand. Jetzt gehe ich hier über außen. Natürlich muss ich jetzt hier nach innen ziehen. Das mache ich schon mal gut. Da kommt direkt der nächste Gegenspieler. Jetzt muss ich den Abschluss suchen. Und der Ball geht rein. Aber wir müssen das Spiel natürlich gewinnen. Das Ganze reicht hier also noch nicht. Oh, weiter geht's direkt. Jetzt sind wir in einer richtig druckvollen Phase. Jetzt machen wir das mit dem Kopf. Und das funktioniert sogar fast noch. Komm schon, vielleicht die letzte Aktion. Nach außen, jetzt der Doppelpass. Ja, das sieht sehr gut aus. Und jetzt müssen wir den Ball hier selber reinmachen. Und... komm schon, vielleicht die letzte Aktion. Nach außen, jetzt der Doppelpass. Ja, das sieht sehr gut aus. Und jetzt müssen wir den Ball hier selber reinmachen. Und wir machen den Ball hier rein. Das gibt es doch nicht. 91. Minute. Was haben wir hier gerade gemacht? Okay, das war wahrscheinlich der krasseste Moment der Saison, aber wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Wir haben noch ein Spiel und auch da müssen wir natürlich wieder komplett fokussiert sein. Und damit stehen die direkten Absteiger fest. Für uns geht es also mindestens in die Relegation. Aber Köln spielt gegen Heidenheim und wir müssen gegen Freiburg ran. Also wir müssen uns auf Heidenheim verlassen. Aber alles, was erstmal zählt, ist, dass wir unsere Hausaufgaben gegen Freiburg hier machen. Denn sonst brauchen wir natürlich auch gar nicht auf Heidenheim zu hoffen. Oh ja, das könnte gefährlich werden. Das wird gefährlich. Erste Aktion und das allererste Tor hier in diesem Spiel. Und ich denke auch vor allem das erste Tor in der Konferenz. Wir machen also direkt schon mal Druck auf Köln. Hier mit meinem 22. Treffer. Aber es gibt auch eine schlechte Nachricht. Ein Spieler von uns hat sich verletzt direkt zum Start der Partie. Und Freiburg vergibt hier eine riesige Chance. Glück für uns. Darauf sollten wir uns jetzt aber nicht mehr verlassen. Ja, und wieder ein 1-0 zur Halbzeit. Diesmal wieder für uns. Aber Freiburg ist jetzt hier wieder gefährlich im Strafraum. Ja, und die nächste Aktion der Freiburger wurde dann noch gefährlicher. Zum Glück geht dieser Ball aber auch nicht rein. Und direkt die nächste Chance hinterher. Ja, und dann ist der Ball im Tor. Nach dem Eckball gibt es den Treffer. Aber wenn Köln verliert, dann würde uns natürlich auch dieser Punkt hier reichen. Aber wenn Köln auch nur unentschieden spielt, dann wäre es natürlich für uns eine richtig bittere Sache. Deswegen geben wir natürlich jetzt hier nochmal alles. Müssen den Ball jetzt hier abspielen. Komm schon, mach ihn rein. Er macht ihn rein. Was für eine wichtige Vorlage. Was für ein wichtiges Tor. Also das hoffen wir zumindest. Je nachdem, was natürlich Köln macht. Und je nachdem, was natürlich hier noch in dieser Partie hier passiert. Nächster Abschluss. Der hier von Freiburg kommt. Hoffentlich ist es der letzte. Und jetzt ist die Partie zu Ende, aber was heißt das Ganze hier für uns? Und jetzt wird hier auch direkt mal das Nationaltrikot angezeigt. Heißt das, dass wir bei der Heim-EM mit dabei sind? Aber jetzt der Blick auf eine ganz andere Tabelle. Jetzt werden wir sehen, ob wir jetzt absteigen oder in die Relegation müssen und wir haben es geschafft. Ob wir natürlich den Klassenerhalt schaffen und das haben wir. Ich spiele heute die komplette Europameisterschaft 2024 mit Deutschland, die hier mit Frankreich, Finnland und Italien in einer Gruppe sind. Nachdem ich in der Saison für Union Berlin 25 Tore gemacht habe, starte ich direkt als Stammspieler. Und das kleine Spielerkarriere-Comeback startet hier gegen Italien. So, direkt erstmal der erste Ball hier auf die Außenbahn. So, damit der erste Ball gespielt und zum Start gibt es direkt mal einen Foul. Aber schnell wieder aufstehen. Wir wollen ein erfolgreiches Turnier mit Deutschland spielen. Und dann gibt es jetzt hier auch direkt die nächste Aktion von uns. Diesmal einen Ball gewinnen. Der hoffentlich die erste gefährliche Aktion des Spiels hier einleitet. Wir spielen den Ball hier weiter zu Musiala, der mit der 42 hier bei der Nationalmannschaft und hier mit dem ersten Abschluss. Aber der Ball geht hier leider nicht ins Tor rein. Vielleicht klappt es ja, wenn wir hier einfach mal eine Vorlage abliefern. Da kommt der Ball wieder in den Strafraum. Komm schon, mach ihn rein, Sané. Oder Musiala, aber keiner von beiden trifft. Und jetzt gucken wir hier auch auf den ersten Angriff von Italien. Zum Glück nicht so erfolgreich. Jetzt aber auf die andere Seite. Wir sind Stürmer, 80er Gesamtstärke, kommen aber auch oft über den Flügel. Und da kommen wir auch jetzt drüber. Komm schon, Musiala, mach ihn rein oder spiel ihn ab. Nein, der Ball geht nicht rein. Und jetzt sehen wir das zweite Mal Italien im Angriff. Und den Ball habe ich schon drinnen gesehen. Der ist aber zum Glück nicht reingegangen. Das war eine ganz gefährliche Aktion. Ganz viel Action hier zum Start des Turniers. Noch ist gar keine Zeit, so ein bisschen über die Spielerkarriere zu reden. Aber das kommt gleich noch. Wir fokussieren uns jetzt hier auf die letzte Aktion in der ersten Halbzeit. So, da muss einer kommen. Da kommt keiner und dann ist der Ball auch weg. So, jetzt geht's hier rein in die zweite Halbzeit. Es geht hier mit diesem Angriff los für uns und den Ball müssen wir hier weiterspielen. Musiala, nein. Das gibt es doch nicht. Die nächste große Chance, die wir liegen lassen. Und auch der Eckball kommt aufs Tor, aber geht wieder nicht rein. Okay,
Okay, im Strafraum wird hier geklärt und Musiala hat sich verletzt, das gibt es doch nicht. Erst die ganzen vergebenen Chancen und dann verletzt sich auch noch unser bester Spieler und jetzt müssen wir uns hier natürlich durchsetzen, aber laufen da einfach komplett in den Mann rein, haben auch nicht mehr so viel Energie. Jetzt gehen wir hier gleich schon in die letzten 10 Minuten rein, das wird nochmal richtig dramatisch. Und Italien hier mit dem nächsten Abschluss. Und Musiala wurde jetzt hier auch ausgewechselt. Hoffentlich ist er im nächsten Spiel am Start und hoffentlich gehen wir mit einem Punkt ins nächste Spiel. Vielleicht die letzte Aktion jetzt des Spiels. Ja, es wird abgepfiffen. Wir starten mit vielen Chancen, aber trotzdem mit einem 0:0 ins Turnier. Frankreich hat gegen Finnland gewonnen und das gleiche müssen wir jetzt natürlich auch tun. Und jetzt kommt hier auch direkt die erste offensive Aktion. Den Ball spielen wir hier in die Mitte, der kommt leider nicht durch. Jetzt aber nochmal per Kopf weiter und die Situation geht weiter. Das ist der Abschluss, aber wir starten hier nicht perfekt in die Partie rein. Jetzt geht's aber nach dem Eckball hier weiter. Das ist direkt der nächste Abschluss. Und jetzt sehen wir Finnland auch auf der anderen Seite sehr gefährlich hier im Strafraum. Immer noch im Ballbesitz, aber zum Glück kein gefährlicher Abschluss. Den soll es aber natürlich jetzt auf unserer Seite geben und das sieht jetzt hier auch richtig gut aus. Komm schon, der Ball muss reingehen, diesmal mit rechts und der Ball geht immer noch nicht rein. Was machen wir denn hier gerade? Das Ganze war eine hundertprozentige Chance. Jetzt kommt vielleicht direkt die nächste hundertprozentige Chance. Dafür müssen wir an diesem Verteidiger noch vorbei. Gucken direkt mal, ob es da noch einen anderen Spieler gibt. Ja, da wird zu Sachen gespielt. Aber leider hier auch ins Abseits. So, jetzt müssen wir den Ball hier wieder in die Mitte spielen. Da kommt aber davor noch die Grätsche. Jetzt kriege ich aber hoffentlich in der zweiten Halbzeit nochmal eine Chance. Ich komme hier wieder über außen. Jetzt spielen wir den Ball in die Mitte. Der kommt auch diesmal durch. Und der Ball kommt hier auch durch, aber auch der geht nicht rein. Und auch diesmal wird wieder defensiv gewechselt. Und das einfach mal noch vor der 60. Minute. Okay, was ist in dieser Karriere los? Wir gucken auf den Eckball. Der kommt leider nur fast zu uns. Jetzt kommt er aber zu uns. Das Ganze ging sehr, sehr schnell. Wir sehen direkt die nächste frühe Auswechslung. Musiala hat sich zum Glück nicht schwer verletzt. Jetzt gucken wir auf den nächsten Eckball. Der könnte gefährlich kommen. Der Torwart kommt aber raus. Oh, jetzt werden wir hier einfach mal angeschossen. Hier funktioniert gerade irgendwie nicht so wirklich was. Und jetzt gibt es hier mal die Grätsche. Hoffentlich werden wir damit so ein bisschen wacher gehen. Jetzt hier so ein bisschen gezielter in die Offensivaktion rein. So, jetzt wollen wir den Ball hier auch mal haben. Komm, wir versuchen es einfach mal aus der Distanz. Kurz die 9 gesehen. Da dachte ich schon, wir werden ausgewechselt. Aber das war zum Glück nur die 9 bei Finnland. Jetzt kommt hier der nächste Ball. Das ist der nächste Abschluss, der hier nicht ins Tor reingeht. Und jetzt ist auch dieses Spiel abgepfiffen. Wieder sehen wir ein 0:0. Aber die gute Nachricht ist, wir haben es in der eigenen Hand. Frankreich hat gegen Italien gewonnen. Wenn wir also gegen Frankreich gewinnen, kommen wir weiter. Aber das Ganze wird gegen den besten Gegner der Gruppe natürlich nicht ganz so einfach. Jetzt müssen wir unsere Chancen nutzen, aber sehen erstmal, dass wir auch in diesem Spiel mit einem Foul reinstarten. Torschuss würde mir dann natürlich deutlich besser gefallen. Eine Vorlage würde ich aber auch mitnehmen. Wir gucken direkt auf die erste Offensivaktion, die in der allerletzten Sekunde noch geklärt wird. Sonst hätte das richtig gefährlich werden können. Jetzt wird es vielleicht auch gefährlich auf der anderen Seite. Theo Hernandez jetzt hier auf Command. Aber wir sehen da zum Glück noch nicht den ersten Abschluss. Jetzt aber hier vielleicht auf der anderen Seite. Wir spielen hier mit Leroy Sané zusammen und jetzt direkt vielleicht nochmal weiter. Ja, auf Musiala und der macht den Treffer. Im dritten Spiel gibt es endlich das erste Tor für Deutschland. Und ich mache dabei meine allererste Vorlage in einem großen Turnier. Ein bisschen spät, aber noch nicht zu spät hier in dieser Gruppe. So, und jetzt leiten wir hoffentlich die nächste gute Offensivaktion ein. Ja, wir fordern den Ball hier wieder an, spielen den aber direkt weiter und der wird auch direkt weitergespielt. Dann geht's in die zweite Halbzeit mit einer Aktion von Frankreich. Aber die machen es wie wir in den ersten beiden Spielen. Aufs Tor schießen, aber nicht treffen. So, und jetzt kommen wir wieder hoffentlich Richtung Tor mit Leroy Sané und natürlich mit uns. Aber das nur in der Vorstellung. So, und Frankreich jetzt über Mbappé, der den Ball aber zum Glück nicht gut weiterspielt. Jetzt spielen wir den Ball aber gut weiter hier auf Leroy Sané. Und der hoffentlich jetzt direkt nochmal. Komm schon. Okay, der Ball kommt jetzt erstmal noch nicht durch. Komm Frankreich, ihr seid doch schon durch. Also, ihr braucht doch jetzt kein Tor mehr zu schießen. Ich mache die nächste Spielerkarriere dann auch bei euch. Und jetzt gehen wir hier schon in die letzten 10 Minuten rein. Der Ball wird leider nicht geklärt, aber in der Mitte wird er dann geklärt. Und jetzt wird das Spiel hier abgepfiffen. Wir kommen in die nächste Runde. Und das Ganze mit nur einem einzigen geschossenen Tor. Und damit geht es jetzt hier ins Viertelfinale gegen England. Rein geht's hier in die K.O.-Phase. England hat Deutschland bei der Europameisterschaft 2021 aus dem Turnier geschmissen. Diesmal soll das Ganze natürlich hier nicht passieren. England aber jetzt hier mit dem ersten Angriff. Jetzt sehen wir hier eine richtig gute Aktion und leider nicht direkt den Treffer hier. Sané wird aber jetzt hier auch den Eckball reinbringen. Das Ganze hoffentlich mit einem anderen Ausgang. Gleicher Ausgang aber hoffentlich bei dem nächsten Angriff von England. Ja, auch hier gibt es zum Glück keinen Treffer. Und jetzt geht's hier in Halbzeit Nummer 2 und das könnte hier direkt eine gefährliche Aktion für uns geben. Das muss der Treffer
sein und das ist nicht der Treffer. Doch, der Treffer. Wir haben es mal wieder vergeigt, aber zum Glück gibt es da noch Musiala. Der hat sich gegen die englische Nationalmannschaft entschieden und macht hier wieder den Treffer. Also solange England keinen Treffer macht, könnte auch dieser Treffer hier wieder reichen für die nächste Runde. Ja, und da wird dann auch einfach mal direkt defensiv gewechselt. Süle für Gündogan. Ja, und Süle spielt jetzt hier einfach mal auf der ZM-Position. Aber wir sind jetzt hier schon in den letzten Minuten des Spiels. England jetzt hier nochmal mit dem Angriff über Rashford, der aber die Lohmann-Variante hier wählt und den Ball nicht reinmacht. So, jetzt geht hoffentlich auch der Eckball nicht rein. Der Keeper ist schon mit draußen. Und England nochmal mit dem Angriff. Keeper ist wieder zurück. Das Spiel ist abgepfiffen. Wieder kein Treffer von uns, aber wir kommen hier in die nächste Runde. Und da ist die Niederlande der nächste Gegner. Und ich hoffe, hier sehen wir direkt den ersten Treffer, den wir auch selbst machen. Jetzt sehen wir aber erstmal die Niederlande im Strafraum. Und ich hoffe, hier können wir auch den allerersten Treffer selbst machen. Auch hier geht's rein mit einem Foul. Falls wir einen Treffer machen, könnte es auch der letzte sein, denn die Spielerkarriere ist jetzt hier nicht komplett zurück. Ich möchte das Ganze einfach mal für eine Folge jetzt hier nochmal ausprobieren. Habe in den letzten Tagen so ein bisschen drüber nachgedacht, vielleicht doch nochmal bis Weihnachten so eine kleine Miniserie daraus zu machen. Denn ich hätte nochmal Lust, jetzt hier was bei der Spielerkarriere zu machen. Aber das Ganze mit Folgen, die ich auch produzieren kann, also ohne Story zum Beispiel. Aber das ist nur so ein Gedanke, kein Versprechen hier an euch. Mit dieser Folge will ich einfach gucken, ob ihr vielleicht da noch Lust drauf habt. Aber zurück hier ins Spiel. Ja, das könnte eine gefährliche Aktion werden. Wir spielen den Ball lieber mal weiter. Komm schon, das muss das Tor geben. Wir fordern den Ball an und... Also langsam ist es dann auch mal genug mit den vergebenen Chancen. Jetzt sehen wir einen Elfmeter. Was macht Memphis Depay im eigenen Strafraum? Ist aber natürlich keine schlechte Sache für uns und jetzt müssen wir antreten hier zum Elfmeter. Jetzt haben wir also die Chance auf unseren allerersten Treffer. Dafür müssen wir den Elfmeter hier reinmachen und wir machen den Elfmeter rein. Das ist der erste Turniertreffer hier für uns. Und auch das 1:0 hier im Halbfinale. Alles noch ein bisschen durcheinander. Muss erstmal reinkommen hier in die Spielerkarriere. Aber jetzt hoffen wir erstmal, dass dieser Elfmeter uns hier ins Finale bringt. Vielleicht würde es ja nur eine Folge geben. Dann wäre das natürlich der perfekte Abschluss, wenn wir hier den Titel holen würden. Und wir holen hier direkt das nächste Tor. Also wir machen direkt den Doppelpack. Wir spielen für Deutschland, kriegen hier keine deutschen Sätze raus. Ist aber ganz egal. Bis zum Halbfinale haben wir hier zwei Treffer gemacht. Beide von Musiala. Und jetzt im Halbfinale mache ich beide Treffer. Und jetzt kommt hier Schlotterbeck für Gündogan. Na, Hauptsache, wir werden nicht ausgewechselt. Gibt noch extrem viele Fehler bei der Spielerkarriere, war ja auch ein Grund, warum die beendet werden musste. Aber da habe ich eine Lösung gefunden, auch wegen dem Verein. Also die Möglichkeit wäre da und wir haben auch die Möglichkeit auf das Dritte. Das ist doch unmöglich. 500 Spiele machen wir hier gar nichts. Wir geben Chance nach Chance. Und dann kommt hier aus dem kompletten Nichts ein Dreierpack im Halbfinale. Also vor allem bei dieser Folge wichtig, lasst einen Like da. Ich hätte nämlich Lust, wenn es hier auch so weitergeht in der Spielerkarriere, hier bei einem neuen Verein weiterzumachen. Wer ganz, ganz aufmerksam war, der könnte den neuen Verein schon erahnen. Bisher haben wir das ganze Turnier nicht so gespielt, als wären wir hier eines der krassesten Talente der Welt. Und jetzt pfeift hier der Schiedsrichter ab. Wir sprinten direkt mal in die Kabine. Aber dann sind wir direkt wieder zurück, denn wir müssen uns hier natürlich noch den Spielball holen. Und jetzt holen wir uns hoffentlich auch noch den EM-Pokal. Und das Ganze hier im Finale gegen Frankreich, die sich nach Elfmeterschießen gegen Portugal durchgesetzt haben. In der Gruppenphase haben wir Frankreich schon einmal geschlagen. Hoffentlich kriegen wir das Ganze jetzt auch im Finale hin. Dafür gibt es hier direkt die erste Aktion, den Ball, den müssen wir direkt mal hier reinspielen und der kommt zu Musiala, der macht aber nicht direkt den Treffer. Frankreich jetzt hier auf der anderen Seite, ja, ein bisschen trickreich, bringt aber nichts. Ja, beim nächsten Angriff ist leider der Verteidiger noch rechtzeitig da. Und jetzt sehen wir hier Frankreich mit dem Angriff. Der Segen kommt raus. Und damit ist die erste Halbzeit auch direkt vorbei. Gehen wir direkt in die zweite Halbzeit rein. Auch hier mit einem Schuss von Frankreich. So, jetzt aber auf die andere Seite. Jetzt wollen wir hier durchlaufen. Gucken wir mal. Ja, bisher ist noch keiner mitgelaufen. Jetzt spielen wir den Ball aber mal hier durch. Und der kommt hoffentlich zurück. Nee, aus der Situation entsteht leider nichts. Und jetzt Frankreich mit dem nächsten Angriff. Das könnte richtig gefährlich werden. Aber Rüdiger steht da zum Glück im Weg. Wir sehen den ersten Wechsel. Die erste Stunde ist gespielt. Ich glaube, das wird hier ein typisches 1:0 Finale. Hoffentlich aber natürlich für uns. Wir gucken direkt mal auf die Aktion. Den Ball müssen wir jetzt hier durchspielen. Aber Gündogan macht hier nicht so wirklich viel aus der Situation. So, nächste Aktion. Ja, wir haben, glaube ich, nicht mehr ganz so viel Energie. Spielen den Ball erstmal lieber weiter. Musiala jetzt mit dem Ball, mit dem Trickpass. Und jetzt nicht der Abschluss. Ein paar Millisekunden haben da entschieden und jetzt sehen wir, dass in der nächsten Aktion ein paar Zentimeter hier entschieden haben. Eckball wird hier abgefangen von Ter Stegen und jetzt sehen wir auch nach 90 Minuten das 0:0. Damit sehen wir hier im Finale die allererste Verlängerung. Es wird hier so richtig spannend. Jetzt gibt es hier den Fehlpass von Frankreich. Wir haben nicht mehr ganz so viel Energie, können jetzt hier nicht einfach blind durchlaufen. So, jetzt kommt der Ball aber hoffentlich zurück. Jetzt passen wir den Ball und das ist der Abschluss.
Nächste Aktion, Sané, macht den Ball rein. Das ist hier hoffentlich der entscheidende Treffer zum EM-Titel. Aber noch hat Frankreich hier über 20 Minuten Zeit. Aber statt Frankreich sehen wir hier wieder Deutschland im Angriff. Jetzt, das Tempo ist gar nicht mehr da, aber fast der zweite Treffer. Wir gehen in die letzten Minuten, hoffentlich nicht von dieser Spielerkarriere, sondern von diesem Turnier. Der Ball wird hier nochmal durchgespielt. 120 Minuten sind gespielt. Wir versuchen nochmal hier durchzulaufen, um vielleicht nochmal einen Treffer im EM-Finale zu machen. Wir machen den Treffer zum 2:0. Das ist die Entscheidung. Und mit dem Titel haben wir hier auch das perfekte Ende.